Ich habe mir auf Netflix die Narcos-Serie angeschaut. Eine der Exklusivserien, die auf Netflix bereitgestellt wurden. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist mein absolutes Highlight bei den ganzen Exklusivserien von Netflix. Es geht bei Narcos um den kolumbianischen Drogenkrieg. Kurz erklärt, ein DEA-Agent ermittelt und die Spur führt ihn eben halt zum kolumbianischen Drogenkartell, was ihn dann auch nach Kolumbien verschlägt. Und da ermittelt er gegen Pablo Escobar, ein bierbäuchiger Kolumbianer mit Schnäuzer und einer sehr imprägnanten Stimme. Das Faszinierende an Narcos ist, dass man das versucht hat, sehr authentisch rüberzubringen und meiner Meinung nach auch funktioniert. Die Dialoge, die zum Beispiel die ganzen Kolumbianer untereinander führen, sind auch komplett in Spanisch geblieben. Die hat man jetzt nicht neu vertont. Lediglich die Dialoge unter den US-amerikanischen DEA-Agenten sind dann auch nur übersetzt. Das Ganze wird abgerundet mit historischem Footage. Das heißt, man hat Originalaufnahmen aus der damaligen Zeit genommen, in der dann auch so ein bisschen dokumentarisch erzählt wird. Das Ganze funktioniert wirklich gut und ich habe da auch wirklich als Zuschauer eine gewisse Intensivität, die ich geboten bekomme. Und man merkt wirklich, dass sich die Schauspieler da wirklich eingelebt haben in ihre Rollen. Im Fortlauf der Story rüsten sich natürlich beide Seiten mehr auf. Und es führt dazu, dass es einen sehr intensiven und blutigen Drogenkrieg gibt. Für mich persönlich die aktuell beste Netflix-Serie. Das waren jetzt meine rezensierenden Worte zur ersten Staffel von Narcos.